Hallo liebe Leute, hier ist der Volker Schäffler. Ja, der Hintergrund gefällt mir gut, aber das ist das Schöne. Nur dann sieht man mich ja nicht. Das ist gut, ja. Ich kann euch so viel sagen, Leute, ihr seid ja alle so richtig, ich sag mal, ja, ich kann euch nicht beleidigen, ne? Ich kann nicht sagen, ihr seid dumm, das darf man ja nicht sagen, ne? Aber ihr seid dumm gemacht, das darf man sagen, von den Mädchen. Alle Jahre immer Mädchen, Mädchen, Mädchen. Ich gucke seit 8 oder 9 Jahren kein Fernsehen. Mich konnten sie nicht dumm machen. Mich konnten sie nicht manipulieren. Mich konnten sie nicht hypnotisieren. Das ging nicht. Konnten sie nicht. Deshalb weiß ich mehr als ihr. Auch wenn ihr 1000 Schulen besucht habt und Abitur habt und Minister seid, ihr seid nicht auf meinem Wissensstand. Könnt ihr nicht sein, weil ihr alle manipuliert seid. Fast alle. Gut, es gibt ein paar, die sagen, nee, will ich nichts mit zu tun haben. So, aber ich bin nicht gekommen, um euch zu beleidigen oder zu kränken oder irgendwas zu sagen, was euch nicht gefällt. Nein, deshalb bin ich gar nicht hier. Ich weiß auch gar nicht, was ich euch erzählen soll. Heute sind Wahlen, okay. Was kommt? Wer wird Präsident? Ja, seit 10 Jahren kann ich euch sagen, wer jetzt wieder Präsident wird. Der Trump wird Präsident. Wer soll denn sonst Präsident werden? Der Mann mit der Gummimaske nicht. Ne? Warum hat dem Mann keiner die Gummimaske runtergerissen? Ja? Den beiden. Warum hat keiner, ist keiner hier, Gummimaske weg? Da hat sich mal hingekratzt, da hat sich die ganze Gummihaut verzogen. Ne? Ich glaube nicht, dass er so eine Haut hat. Ne? Ist ja bekannt. Selbst der Papst hat eine Gummimaske. Ne? Und ich weiß gar nicht, wer jetzt aktuell Papst ist. Ist mir auch schnutzegal. Die sind alles verlogenes Pack. Ja? Ja, ist doch logisch. Der Papst hat 850 Lastwagen voll Gold versteckt, gesammelt. Ich habe gesagt, ich werde mich bewerben, ich will Papst werden, aber wo kriege ich 850 Lastwagen voll Gold her? Ja, wo kann man die denn besorgen, ne? Die hat er unterirdisch versteckt, dieser Bösewicht. Ne? Gut, oh, Krieg. Krieg kommt. Ja, Krieg kommt, Leute. Da geht kein Weg dran vorbei. Es kommt Krieg. Übrigens, die Türkei hat ein Flugzeug gebaut. Ich glaube, das ist jetzt fast ein Jahr her. Da hat das einen Probeflug gemacht, also Testflug, genau über unserem Hotel. Boah, war das ein Knaller, ein Hammer. Und die waren so schnell. Es waren zwei Maschinen, aber eine habe ich verfolgt, habe versucht, sie zu filmen, ging kurz. Die waren so schnell, man konnte sie nicht mehr sehen. Bin ein bisschen erkältet, Leute. Denn hier ist auch kalt nachts. Wir haben gerade 24 Grad. Ja, ist mir zu kalt. Ne? So, okay, so, dann ist das, ich habe es 10-mal schon erzählt. Ich habe das Flugzeug gefilmt. Es ist so schnell, du kannst so schnell nicht gucken. Dann ist es steil hoch. Ich weiß nicht, wie viel hunderte von Meter hoch. Oben hat es gewendet, ist steil runter und das Flugzeug so in der Mitte war es verschwunden. Du hast es nicht mehr gesehen. So schnell war das. Du hast es nicht gesehen. Waren keine Wolken da, nichts. Dann ist es die andere Hälfte runter. Unten ist es wieder aufgetaucht, ist rechts rüber geflogen. So ein schnelles Flugzeug hat keiner gebaut. Türkei wäre das reichste Land der Welt. Die haben Erdöl, die haben Gas, die haben Wasser. Das Land des Wassers, ja. Die haben liebe, liebe Menschen. Wenn du die Menschen hier kennenlernst, das glaubst du nicht, wie liebenswert die sind. Wie sie die Tiere hier lieben. Was glaubst du nicht, ja? Es ist so eine schöne, ein schönes Gefühl hier zu sein, ja. Und die essen keine Gifte, keine Schadstoffe. Du kannst Wasser trinken ohne Bedenken. Es ist wirklich das Paradies auf Erden. Gut, dass ich schon 70 Mal hier war. Ne, nee, 35 Mal war ich hier in 70 Städten. Ne?
aber sind inzwischen bald 100. Ja, ich gucke mir immer alles an. Ne? So, ja, die Zeit läuft verdammt schnell. Ja, was will ich euch sagen? Leute, es gibt so negative Nachrichten von Bitcoin. Ich war ja einer der Ersten, der Bitcoin gemacht hat und habe meinen Leuten dann das Doppelte ausgezahlt. Kurz vor Weihnachten habe ich alles runtergenommen, habe gesagt, pass auf, die Leute holen ihr Geld an Weihnachten. So war es. Sie haben alle ihr Geld runtergenommen. Bitcoin ist nachher kaputt gewesen. Ne? Und so wird das dieses Jahr wieder sein, Leute. Ich verspreche euch, holt euer Geld. Weihnachten, wenn das vor der Tür ist, gehen die Leute ihr Geld holen. Und dann zahlt keiner mehr ein und all die ganzen Systeme krachen in sich zusammen. Ja, es wird jetzt eh schon gesagt, Schneeballsystem, dies und das. Ja. Das ist aber, was ist denn unser Wirtschaftssystem? Ist das ein Schneeballsystem? Nein, das ist ein Ausbeutungssystem. Ja. Da wird Geld gesammelt, gesammelt, gesammelt. Die oben sind, die kriegen zugeschoben. Und dann werden Gelder verschenkt, dahin verschenkt, Milliarden dahin verschenkt, Kriege gemacht, Waffen gebaut. Was ist das für ein System? Ja, das habt ihr überhaupt noch gar nicht auf dem Plan, ne? Was das für ein System ist. Das wird aber von euch unterstützt. Nicht die Politiker sind die Bösen, auch nicht die da drüber sind die Bösen, ne? Ihr seid die Bösen, ihr seid die Bösen und die Dummen. Im weitesten Sinne. Ihr braucht doch nur zur Bank gehen, euer Geld holen. Was war das? Nix. Ihr braucht doch nur zur Bank gehen, alle euer Geld holen, dann sind die kaputt mit ihren Betrügereien. Aber ihr lasst ja euer Geld da drauf, dass sie damit arbeiten können, dass sie Geld an Kampfgebiete schicken. Um dort Menschen zu ermorden. Das macht ihr, das machen nicht die Politiker, das macht ihr. Ihr seid diejenigen, die die Menschen umbringen und die Kinder umbringen. Kein anderer, ihr seid das. Politiker machen das nicht. Die nehmen das, was ihr denen gebt und geben das weiter. Also ihr seid die Bösen. Und das wird sich rächen, Leute. Das wird sich rächen. Ihr werdet ein Fiasko erleben. Wie ihr es noch. Hallo, grüße euch. Endlich wieder Leben hier, ja? Wunderbar. War so ruhig hier. Ich mache gerade einen Film, aber alles okay. Ja, sind Leute gekommen. Sind Deutsche. Hier sind sehr wenig deutsche Menschen. Ja? Sehr wenig. Keiner spricht Deutsch. Hier in der Türkei, ganz im Süden, wird nur Englisch gesprochen. Auch die Türken sprechen Englisch. Kein Deutsch. Keiner spricht Deutsch. Englisch. Ja? Weil hier 1 Million Engländer kommen im Sommer. Deshalb wird hier Englisch gesprochen. Bringen das Geld mit. Ja? Wenn die ins Lokal gehen, dann trinken die ordentlich hier. Ja, hier gibt es auch Alkohol, logisch. Ne? Ein Freund von mir hat so eine Bar. Da bin ich oft. Da habe ich auch einen Film gemacht von seinem Hundchen. Er hat ja ein kleines Hundchen gekauft für seine Freundin, die aus England kam, wo sonst her auch. Und die wollte das Hundchen mitnehmen und konnte es nicht. Das muss in Quarantäne. Das sitzt jetzt Wochen für Wochen in der Quarantäne. Und bei ihm, die Engländer kommen nicht, er hat wenig Umsatz, er muss jetzt das alles bezahlen, Impfung und Hund und dies. Aber er muss auch noch verschickt werden nach England, das ist ja ihr Hund, ja. Und da habe ich gebeten, könnt ihr da ein bisschen helfen, dem Mann ein bisschen beistehen, das ist ja nicht viel, nur dass er ein bisschen Unterstützung hat, dass der Hund auch aus der Quarantäne raus kann und dann nach England kann, ne? Wisst ihr, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute ich informiert habe. Nicht einer hat mich angeschrieben. Und es ist überhaupt so, ich kriege überhaupt gar keine Infos mehr. Ich weiß nicht, was die Leute machen. Und ich bin mit Tausenden vernetzt, mit Tausenden, in TikTok zum Beispiel, überall. Facebook sind zwei Accounts gesperrt worden.
und alles gelöscht worden. Und ja, ich kann es jetzt nicht wiederholen, warum. Ich habe über einen Mann berichtet, dessen Name man nicht nennen darf. Dann wird alles gelöscht. Es ist ein so bekannter Mensch, so bekannt wie Jesus. Es gibt nur Jesus, der so bekannt ist, und es gibt diesen Mann, der so bekannt ist. Andere kennt man so in dieser Form nicht. Ja, der in aller Welt bekannt ist, auch bei Kindern, dieser Name. Der ist vor einiger Zeit, ist er ja aus seinem Land weg, weil man ihn umbringen wollte. Und es ist ein anderer für ihn dafür geopfert worden, der ihm sehr ähnlich sieht. Und er hat bis 1974 gelebt, hat sogar noch eine Tochter gezeugt, die auch bei mir gelebt hat. Und die Tochter hat mir 700, ja, 700, nee, nicht 700, 300 handschriftliche Briefe hinterlassen. 300. Mit sehr vielen Geheimnissen. Wieso Geheimnisse? Weil sie war deutsche Agentin. Sie ist aus USA rausgekommen nach Deutschland und war dann hier Agentin. Deshalb hatte sie so ein Wissen. Wer von mir diese Briefe will, ich habe die natürlich kopiert. Die sind mal sehr viel wert, Leute. Ihr könnt die bei mir bekommen, diese Briefe, diese handschriftlichen. Da sind Hammer-Nachrichten drin. Und sie hat mir sogar ein Sparbuch hinterlassen, mit Vollmacht unterschrieben. Wenn mal ihr Name bekannt ist in der Welt, dann hat das Sparbuch, ich sage, einen Wert von 1 Million. Das kann man bei Sotheby's versteigern. Handschriftliche Vollmacht von ihr. Wer etwas will, kann mich anschreiben. Warum schreibt ihr eigentlich? Habt ihr überhaupt schreiben gelernt? Oder nicht? Oder macht ihr nur bla bla bla? Weil mich schreibt gar keiner an. Ne? Mich kann man doch anschreiben. Meine E-Mail war auch gesperrt, die web.de. Ich habe gesagt, schreibt mir dann auf scheffler.volker3@gmail.com. Kam keine Nachricht. Jetzt ist meine web.de wieder in Gange. scheffler-volker@web.de ist wieder in Gange. Kommt keine Nachricht. Warum nicht? Warum schreibt ihr nicht? Und warum? Ich habe gebeten, diesem kleinen Hündchen zu helfen. Warum könnt ihr nicht mal Hilfe geben? Warum nicht? Was ist das für eine Menschheit geworden? Was ist das für eine Menschheit geworden? Ich könnte wirklich weinen. So eine kaputte Menschheit. Ich könnte weinen. Nehmt das jetzt nicht persönlich, ihr seid davon vielleicht gar nicht betroffen, aber die Mehrheit ist fürchterlich. Fürchterlich. Und ich bin wirklich froh, dass ich diese Menschheit nicht sehen muss. Ich habe eine andere Menschheit um mich, die richtig toll ist, die ich richtig gerne habe. Die türkischen Leute sind wundervoll. So, Leute, alles Gute. Vielleicht kommt ihr zur Besinnung oder erst nach dem Krieg, ja? Wahrscheinlich erst nach dem Krieg, wenn ihr nichts mehr habt. Dann seid ihr wieder da und sagt, ach du, kannst du mir mal was zu essen geben? Dann seid ihr wieder da. Aber habt nicht dran gedacht, dass ihr in eurer Situation, wo es euch so gut geht, auch mal anderen helfen müsst. Habt ihr nicht gemacht. Ja. So. Alles Gute, trotzdem, ich wünsche ja niemand was Böses. Dann bis bald. Ciao.